Ich fühle mich heute wie ein Adler im Käfig. Einmal darf ich hier stehen bleiben, dass ich gestreamt wäre. Zum anderen benutze ich nie PowerPoint. Ich habe jetzt einfach meine Flips mal auf PowerPoint gemacht und all die Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind und die ich jetzt hier hätte verbessern können, kann ich jetzt gar nicht mehr euch mitteilen. Also Adler im Käfig und ich hoffe, ich kann meine Energie in irgendeiner Form zügeln. Ich habe euch was mitgebracht. Wer kennt diesen Timetimer? Hat mein Leben verändert? Hat das Leben in der Organisation verändert? Ich habe den vor, ich glaube, 10 Jahren von dem ersten Vice President Agile Capability Management von der Telekom geschenkt bekommen. Zu der Zeit gab es dann noch einen Vice Präsidenten, der sowas gemacht hat. Timeboxing. Ich werde noch ein bisschen drauf ein. Ich habe 20 Minuten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe 15 Minuten. Mein Commitment, visuell 15 Minuten. Also mir stellt auch nie jemand eine Timebox, das mache ich immer selber. Ich durfte jahrelang Knowledge Management in einem großen Konzern im Bereich Engineering leiten. Es hat nicht funktioniert, aber ich habe viel gelernt. Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass es überhaupt nicht um Wissen geht, sondern es geht um Kompetenz. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, warum Wissensmanagement nicht funktioniert, weil wir die PS nicht auf die Straße bringen. Also deshalb ist mein Thema, Kompetenz in die Welt zu tragen. Das ist nicht, hat nicht nur was mit Wissen zu tun, nicht nur mit Hirn zu tun. Damit Synapsen sich neu verknüpfen, braucht es physikalische Energie, Emotion. Also immer dann, wenn ihr keine Emotion habt, erzeugen könnt, wird kein neues Wissen entstehen. Und deshalb ist PowerPoint ganz schwierig, weil mit PowerPoint Emotionen zu erzeugen, ist eine große Kunst. Die wenigsten können das. Und man muss es tun. Ich treffe Akademiker, das finde ich ganz toll, die haben ganz viel theoretisches Wissen und in die Welt ist nichts gekommen. Und deshalb mein Bild Hirn, Herz und Hand. Und ich zeichne immer diese Herz-Kopf-Menschen. Ich war auf einem internationalen Workshop unserer Firma damals und habe da eins mitgenommen. Jeder Mensch auf dieser Erde hat ein Herz. Das ist schwierig bei internationalen Konzernen. Haben Chinesen Herzen? Inder? Rumänen? Ein Einkauf? Ein Qualität, da haben die Herzen. Also ich habe mitgenommen, die haben Herzen. Und dann habe ich von Schopenhauer den Spruch gelesen, was das Herz nicht durchlässt, kommt im Verstand nicht an. Was das Herz nicht durchlässt, kommt im Verstand nicht an. Also wenn ihr Wissensmanagement macht, müsst ihr die Herzen der Menschen erreichen. Und seitdem male ich Herz und Kopf an eine Stelle, diese Herz-Kopf-Mensch, und mache diesen Pfeil als diese Energie, die Ergebnisse in die Welt trägt. Und darunter Goethe. Wissen ist nicht genug. Man muss es von Herzen wollen. Wollen ist nicht genug, man muss es tun. Also nur wenn es zu Kompetenz, zu tun, zu etwas Besserem in der Welt führt, macht das Ganze Sinn. Wozu? Simon hat mich gebeten, das auf einen persönlichen Ansatz zu bringen. User Story, tolles Wort aus Scrum, das passt dahin. Wer sind eure User? Wer sind eure Kunden? Was macht ihr in deren Leben schöner? Was ist eure Story, damit ihr die Energie aufbringt, um die Welt zu verändern? Schafft ihr es, ein Umfeld zu erzeugen, in dem Sinn, Identität und Freude herrscht? Damit das Gehirn
überhaupt die Fähigkeit hat, neue Synapsen zu verknüpfen. Bringt ihr Kompetenz als Geschenk in die Welt? Kompetenz bei euch selber, Kompetenzentfaltung bei euren Kollegen. Wir haben vorhin über Schule gesprochen, über Schüler, bei Schülern. Es geht nicht um Wissen. Es geht um Sinn, es geht um Identität. VUCA. Philosophische Diskussion, kann man VUCA beherrschen? Natürlich nicht. Wenn Sie das mit einem Quantenphysiker diskutieren, da werden Sie wahnsinnig. Wir haben uns darauf geeinigt, VUCA meistern. Und wir haben zwei Schutzplanken identifiziert. Timebox. Je kleiner ihr die Zeit schneidet, je geringer wird VUCA. Der Moment hat keine Probleme. Der Moment hat keine Probleme. Ein Wissen, das seit 2600 Jahren auf dieser Erde ist. Buddha. Wenn ich im Hier und Jetzt bin, bin ich nicht in der Vergangenheit, habe also keine Probleme, bin ich nicht in der Zukunft, was könnte denn alles, sondern ich bin im Hier und Jetzt. Also je kleiner ihr die Zeit schneidet, je kleiner werden die Probleme. Timeboxing. Und das ist das, was wir von den Agilen lernen können. In Scrum gibt es einen Sprint, sag mal 14 Tage. In Scrum gibt es einen Daily, jeden Tag. OKR, es gibt diesen 12-Wochen-Rhythmus. Es gibt also eine Taktung, und da bin ich wieder bei Lean, die euch hilft, VUCA zu beherrschen. Und das hilft wirklich. Menschen, die so arbeiten, Teams, die so arbeiten, bringen Ergebnisse in diese Welt. Darunter steht dann Fokus als die andere Leitplanke. Entschuldigung, Schutzplanke. Die Frage ist, warum tut ihr was und wie priorisiert ihr das? Ihr könnt euch nur intensiv um eine Sache kümmern. Ist euch das klar, was im Moment gerade das Wichtigste ist? Was hat den größten Nutzen für euch? Was hat den größten Nutzen für eure Kunden? Warum braucht es das? Wenn ich das nicht klar habe, zerfleddert meine Energie. Ich male immer so ein Bild zum Multiprojektmanagement. Ein zerrissenes Herz. Menschen, die an zwei Projekten arbeiten, denen zerreißt das Herz. Bei euch könnt ihr das selber steuern, bei den Kollegen ist das manchmal schwierig. Was mache ich gerade im Moment? Und ich mache nur das. Timebox. Wer kennt die Pomodoro-Methode? Wer arbeitet danach? Geil. 25 Minuten nur eine Sache machen. 5 Minuten Pause, 25 Minuten wieder ein bestimmtes Ziel erreichen. Und durch dieses Kleinschneiden und durch dieses Fokus schafft ihr eine stabile, eine sichere, eine einfache, eine eindeutige Umgebung. Also wenn ihr VUCA meistern wollt oder wenn ihr VUCA meistern müsst, solltet ihr über diese Schutzplanke nachdenken. Nee, nachdenken hilft da nicht. Ich habe es nochmal dargestellt, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert, steigt mit der Zeit nicht. Und wenn ihr das schafft, zu sagen, in dem nächsten Quartal nehme ich mir dieses Geschenk vorzuliefern,
Habt ihr eine Chance, das zu tun? Und wenn man dann jedes Quartal, jeden Monat eine Neuplanung macht, ihr kennt den Deming, seit 50 Jahren auf dieser Erde oder 60 Jahren, es funktioniert. Es ist alles nichts Neues. Wer macht denn diesen Check? Wenn ihr irgendwas vergleichen wollt, müsst ihr im Vorfeld sagen, was möchte ich denn erreichen? Das heißt, ihr müsst euch definitiv Ziele setzen, die ihr erreichen wollt. Und nur wenn ihr diese Ziele gesetzt habt, könnt ihr am Ende von so einer Iteration prüfen, habe ich denn diese Ziele erreicht? Und da fängt Lernen an. Mal jetzt bei einer Firma, die haben ein Dreivierteljahr Lessons Learned gemacht. In der Produktentwicklung. Rausgekommen ist das, was ich denen vor einem Dreivierteljahr hätte sagen können. Die Leute wissen das. Da muss man kein Lessons Learned. Man muss nur anfangen, Konsequenzen zu ziehen. Also nur planen und nur analysieren hilft nicht wirklich weiter. Was daraus entstanden ist, ist eine Visualisierung. Ich hoffe, euch ist die Kraft der Visualisierung bewusst. Und das sind Post-its und die hängen an der Wand. Die hängen bei mir in meinem Arbeitszimmer an meiner Wand, für mich persönlich. Und ich habe da einen Plan, da sind Stories dahinter. Die Agilen sprechen von User Stories. Das ist My Story ist dahinter. Da ist die Story dahinter, was ich den Menschen Gutes tun möchte in dieser Welt. Und dann da Kompetenzlevel definiert. Und diese Kompetenzlevel haben ganz klare Ergebnisse. Wie kann ich es feststellen? Und dann runtergebrochen in die einzelnen Quartale Ergebnisse, die ich Schritt für Schritt erreichen sollte, um das zu machen. Und das Ganze wird dann runtergebrochen auf Scrum-Bahn, also die Kombination von Scrum und Kanban für den nächsten Monat. Das sind die konkreten Ergebnisse, die ich mir vornehme. Und schiebe dann eins nach dem anderen in Progress. Aber nur immer eins in Progress, weil Kanban heißt Limited Work in Process. Abarbeiten das Nächste. Das sind Sachen, die Ergebnisse in die Welt bringen. Und was ganz wichtig ist, Sinn und Identität ist immer durch dieses Bild gegeben. Man sieht immer, wie zahlt es ein. Ich habe diese Sachen als Flips dabei. Wenn ihr möchtet, machen wir nachher eine Session. Und dann können wir noch mit Post-its an diesen Flips rumarbeiten. Also wer Lust hat, gerne. Ich glaube, wir können ganz, ganz viel lernen von dem Agilen und auch von einem Deming. Und vielleicht noch diesen einen Kommentar. Ich stehe hier, weil ich Simon vor 15 Jahren kennengelernt habe als Knowledge Manager. Und das erste Buch, was er mir empfohlen hat, war von Deming. Und seitdem bin ich da auf einer ganz tollen Reise. Und mein persönliches Ziel ist Wachstum. Wachstum ist ein tolles Ziel, weil es hat kein Ende. Und ich kann euch sagen, es ist geil. Danke.